Ich bin das Epithelgewebe, was zwischen allen Stühlen hockt. Ich bin die Alchemie der Wiedervereinigung des Gelösten zu einem erneuert funkelnden Lapis. Ich bin die Transmutation meines Geistes. Ich bin der von der alles durchdringenden Göttlichkeit beseelte, der mannigfaltig die materielle Formgestalt angenommen hat, wie all meine anderen Körper aus Geist und Seele. Ich, der Stein, der kein Stein ist, dieses kostbare Ding, das ohne Wert ist, dieses mehrgestaltige Ding, das keine Form besitzt, dieses unbekannte Ding, das jeder kennt, umfasst mich in jener gedankenverlorenen Welt der Abwesenheit, umhüllt vom Hauch des Windes auf nackter Haut, jenseits von Gut und Böse, jenseits von Arm und Reich. Ich, der von jeglicher Zerrissenheit und jeglichem Übermaß zwischen allen Stühlen hockt, verkündet das Nichts aus seiner Welt. Amen. Ah.
over time. Big wine cup, big wine cup. Big wine cup. Wir schreiben das Jahr 2200. Dies sind die Abenteuer des Raumschiffs Enterprise, das mit seiner 400 Mann starken Besatzung der Weltraum, unendliche Weiten. Wir schreiben das Jahr 2200. Dies sind die Abenteuer des Raumschiffs Enterprise, das mit seiner 400 Mann starken Besatzung der Weltraum, unendliche Weiten. Wir schreiben das Jahr 2200. Dies sind die Abenteuer des Raumschiffs Enterprise, das mit seiner 400 Mann starken Besatzung der Weltraum, unendliche Weiten. Wir schreiben das Jahr 2200. Dies sind die Abenteuer des Raumschiffs Enterprise, das mit seiner 400 Mann starken Besatzung der Weltraum, unendliche Weiten. Wir schreiben das Jahr 2200. Dies sind die Abenteuer des Raumschiffs Enterprise, der Weltraum, unendliche Weiten. Wir schreiben das Jahr 2200. Dies sind die Abenteuer des Raumschiffs Enterprise, das mit seiner 400 Mann starken Besatzung der Weltraum, unendliche Weiten. Wir schreiben das Jahr 2200. Dies sind die Abenteuer des Raumschiffs Enterprise, das mit seiner 400 Mann starken Besatzung der Weltraum, unendliche Weiten. Wir schreiben das Jahr 2200. Dies sind die Abenteuer des Raumschiffs Enterprise, der Weltraum, unendliche Weiten. Wir schreiben das Jahr 2200. Dies sind die Abenteuer des Raumschiffs Enterprise, das mit seiner 400 Mann starken Besatzung der Weltraum, unendliche Weiten. Wir schreiben das Jahr 2200. Dies sind die Abenteuer des Raumschiffs Enterprise, das mit seiner 400 Mann starken Besatzung der Weltraum, unendliche Weiten. Wir schreiben das Jahr 2200. Dies sind die Abenteuer des Raumschiffs Enterprise, das der Weltraum, unendliche Weiten. Wir schreiben das Jahr 2200. Dies sind die Abenteuer des Raumschiffs Enterprise, das mit seiner 400 Mann starken Besatzung der Weltraum, unendliche Weiten. Wir schreiben das Jahr 2200. Dies sind die Abenteuer des Raumschiffs Enterprise, das mit seiner 400 Mann starken Besatzung
setzt sich leicht seitlich, also nee, anders als seitlich, ist der Fox näher zur Kamera zeigt. Näher zum Mittelstich. Jeder für sich, Ellbogen raus, hamstern und die eigenen Schäfchen ins Trockene bringen. Schenken wir der Kassiererin und dem Paketboten auch weiterhin die Wertschätzung, die sie verdienen, in einer Krise, für die es kein Drehbuch gab. SommerfrischlerInnen vermissen die Nähe zur Natur. Die genießt die Auszeit vom Menschen. Doch was macht Nähe mit den StädterInnen? Berufsjäger Robert Brehm. Der Freizeitegoismus, der herrscht einfach immer, auch in diesen Zeiten. Obwohl ich es natürlich auch verstehen kann, wenn einer in einer Vier-Zimmer-Wohnung in München daheim ist und dass dann einmal die Decke auf den Kopf fällt, verstehe ich natürlich auch. Sometimes it's hard to be an elephant, giving all you can for one last cheap trick, dancing topsy-turvy like an elephant lady. Never take a stand, just me. Pack die Träume auf die Plätze, hold up. Bore out, quick game. Teppich, Hektin, Flicker, Code. Diving deep in added mode. Dancing topsy-turvy like an elephant lady. And if you love me, love me like an elephant lady. Topsy-turvy like an elephant lady. Die Hobby, eine Elefant. Ich kratz in Richtung unbekannt. Dancing like an Elfenbeet. Da.
Als je naar de radar kijkt, dat je echt niet om zulke soort... Evelien haalt 's ochtends vanaf 3 uur afval op. Run! History with the girl who died in the river 20 years ago. Als je naar de radar kijkt, dat je echt niet om zulke soort... Evelien haalt 's ochtends vanaf 3 uur afval op. Run!
als je naar de radar kijkt, dat je echt niet om zulke soort... Evelien haalt 's ochtends vanaf 3 uur afval op. Run! Als je naar de radar kijkt, dat je echt niet om zulke soort... Evelien haalt 's ochtends vanaf 3 uur afval op. Run! Thank you.